Da sind wir wieder mit einer neuen Folge Barney und der. Nee, ist ja genau umgekehrt. Genau, wenn du den Freak meinst, dann zeig gefälligst auf dich, du Honk. Passend zu Erastat habe ich mir heute mal ein bisschen weihnachtlich zurecht gemacht, wobei das Thema heute nichts mit Weihnachten zu tun hat, aber es kann ja nicht schaden. Wir beschäftigen uns heute mit etwas, womit sich Hunde beschäftigen können, wenn sie Langeweile haben. War der Satz gut? Ja, so gut, dass ich mich mal besser wieder wegdrehe. Ladies and Gentlemen, das Thema heute ist die Kauwurzel. Bernie, hast du kein Interesse daran? Ist das wirklich so offensichtlich? Jetzt verliert er vollkommen den Verstand. Erklär uns lieber mal, was überhaupt eine Kauwurzel ist. Die Kauwurzel ist ein natürlich gewachsenes Hundespielzeug aus Hartholz. Diese Wurzeln entstammen einer bestimmten Heideart, die im Atlantikraum wächst. Die in Deutschland erhältlichen Kauwurzeln stammen meistens aus Portugal oder Griechenland. Tada! Das ist Barneys Kauwurzel. Schon ein bisschen abgenagt, aber noch top erhalten. Nicht schon wieder. Erklär mal lieber, warum ich überhaupt auf so einem Ding draufbeißen sollte. Junghunde und vor allem wenn sie am Zahnen sind, lieben es ja, ihre Zähne an allen möglichen Objekten auszuprobieren. Tada! Dafür ist die Kauwurzel ideal. Doch auch ältere Hunde finden in der Kauwurzel eine sinnvolle Alternative. Zusätzlich bekämpft sie den Zahnbelag, löst Zahnstein und hilft gegen Mundgeruch. Ist das nicht fantastisch? Ich bin total begeistert. Hat das Ding sonst noch irgendwelche Vorteile? Kauwurzel ist für alle Hunde geeignet, ganz besonders für diejenigen, die zu Übergewicht neigen, denn sie enthält keine Kalorien. Und der Hund stillt dabei damit trotzdem seinen natürlichen Kautrieb. Interessant auch für alle Frauen, die jetzt zuhören und über eine Diät nachdenken. Ich weiß nicht, ob es so gut schmeckt. Ein weiterer Vorteil dieser Wurzeln ist, dass sie nicht splittern, im Gegensatz zu normalem Holz. Das heißt, für den Hund besteht keine Verletzungsgefahr. Lediglich kann der Hund kleine Stücke abraspeln und die Wurzel wird nach und nach immer kleiner und kleiner und kleiner und kleiner. Genau wie dein Verstand. Ich frage mich nur, wie lange hält so eine Wurzel? Je nach Interesse des Hundes und nach Größe der Kauwurzel, die gibt es in drei verschiedenen Größen, kann so eine Wurzel locker mehrere Monate halten. Im Gegensatz zu manch anderem Spielzeug ist dies also eine sinnvolle Investition. Ich habe für Barney schon oft Spielzeug geholt gehabt, das war innerhalb von 5 Minuten kaputt. Diese Wurzel kostet um die, je nach Größe, 10 Euro, 15 Euro und wie gesagt, hält mehrere Monate. Wie schon erwähnt, wird die Wurzel nach und nach immer kleiner. Wenn sie dann eine solche Größe erreicht hat, dass der Hund sie verschlucken kann, wird es Zeit, sie dem Hund wegzunehmen. Na, dann nehmen Sie doch weg. Schmeckt eh nach nix. Ja, was mache ich, wenn es so aussieht, als hat der Hund kein Interesse an der Kauwurzel wie Barney jetzt gerade, wobei Barney ja in jeder Sendung aussieht, als hat er nichts Interesse. Woran liegt das eigentlich? Man kann dem Hund die Wurzel schmackhaft machen, indem man etwas Leberwurst draufstreicht. Tada! Oh, ich wollte jetzt für die Leberwurst keine Werbung machen. Also, Hundeleberwurst, die es im Handel gibt, in Tuben. Können wir ein bisschen drauf machen. Bonnie. Heute. Oh, da leckt er sich. Seht ihr? Könnt ihr das sehen? Da leckt er sich schon. Und dann hat die Kauwurzel auch einen ganz anderen Effekt. Seid ihr bereit für den Test? Bist du bereit für den Test? Gib schon her, das Ding. Und plötzlich mag Barney die Kauwurzel wieder. Also mit Leberwurst eingestrichen, schmeckt dem Hund jede Kauwurzel. Der Hund ist beschäftigt, wir sind glücklich. So, das war unser kleiner Exkurs über die Kauwurzel. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, ganz wichtig,
jetzt abonniert, kommentiert, liked. Wir sehen uns wieder nächste Woche mit einem Thema, wovon ich noch keine Ahnung habe, was es sein wird. Es wird was ganz Fantastisches sein. Lasst euch überraschen. Abonniert, damit ihr es nicht verpasst. Wir sehen uns. Ciao, cheerio, tschüss.